Herzlich willkommen zu meinem Videoblog 3b. Warum 3b? 3a war ja Lampenfieber. Das Thema Lampenfieber, was finde ich ganz, ganz wichtig ist, auch vorher einfach mal zu beleuchten und zu betrachten, was ist Lampenfieber. Das habe ich euch im Videoblog schon erklärt. Ich habe eine Ergänzung für euch, denn auf einem meiner letzten Vorträge habe ich auch mal ins Publikum gefragt, was macht ihr denn mit eurem Lampenfieber? Wie geht ihr damit um und was hilft euch in der Situation, dass ihr gestärkt in euren Vortrag reingehen könnt? Und im Publikum saßen zwei Trainer, die auch einfach da ein Feedback gegeben haben. Und das fand ich ganz schön, einfach da auch von Profis für euch noch einen weiteren Impuls zu bekommen. Denn auch hier ist es natürlich immer Typsache. Das habe ich im letzten Blog auch schon erklärt, wie ihr mit Lampenfieber umgeht, was ihr braucht, damit es euch besser geht. Das ist natürlich immer von euch, vom Typ abhängig. Einer der Referenten hat zum Beispiel gesagt, er ist vom Naturell eher so ein blauer Typ, also so kontrolliert, er braucht immer Sicherheit, er will alles vorplanen. Und wenn ihr vom Typ so jemand seid, der nicht so Freiheit braucht, eher wie ich, so spontan, sondern wirklich vorgeplant, dann schreibt euch zum Beispiel auch auf die Flipcharts vor. Also er hat gesagt, er ist ein Vertriebstrainer, sehr, sehr erfolgreich, sehr toll auch in seinem Business und sehr charismatisch. Und der hat gesagt, er schreibt sich mit Bleistift auf die Flipcharts, die Texte und Schaubilder vor. Das sieht man von hinten nicht, das Publikum sieht das nicht, dass die Flipcharts schon vorgeschrieben sind. Aber wenn er dann anfängt, an den Flipcharts zu arbeiten, dann weiß er ganz genau, auf welcher Seite kommt welches Thema, an welchem Punkt habe ich was. Und es gibt ihm die Sicherheit, dass er in seinem Element auf der Bühne trotzdem noch weiß, an welchem Punkt bin ich, in welcher Reihenfolge. Und damit er weiterhin souverän das für euch auch so präsentieren kann. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Impuls für euch. Wenn ihr also wirklich so Sicherheitsmenschen braucht, die ganz genau durchgeplant haben möchten, wie will ich meinen Vortrag auf der Bühne präsentieren? Dann nutzt doch diese Möglichkeit. Schreibt vorher mit einem Bleistift auf die Flipcharts eure Folien vor und ihr seid im Vortrag sicher, dass da auch alles in der richtigen Reihenfolge ist. Oder wenn er Vorträge verändert, neue Folien hat, dann klebt er sich die Folien, das finde ich auch einen ganz süßen Tipp, vorne in die erste Reihe an die Tische. Das sehen die Leute natürlich auch nicht, vor allem nicht die, die weiter hinten sitzen, dass da vorne Zettel kleben. Und zum Glück hat er gute Augen, also er kann dann immer noch genau sehen, okay, also das ist meine nächste Folie und das kommt dann. Ist auch ein Trick, kann funktionieren, wobei heute natürlich beim Laptop oft auch voreingestellt ist, wie sieht die zweite Folie aus, also kann auch helfen. Aber wie gesagt, probiert für euch aus, was euch Sicherheit gibt, wenn ihr Sicherheitsmenschen seid. Das ist so der Impuls, der für blau ausgerichtete Menschen, also die wirklich Struktur brauchen, sicherlich heute sehr hilfreich ist. Noch ein zweiter Impuls dazu ergänzend. Der zweite Trainer kommt mehr aus dem Bereich Sport und der hat gesagt, er arbeitet viel mit Storytelling in seinen Vorträgen. Und er hat, wenn er so die Reihenfolge sich betrachtet, hat er wie so Oasen, nennt er das, also wo er quasi wie so mit einer Brücke von einer Oase zur nächsten dann seine Reihenfolge einhält, sodass er quasi weiß, ich brauche gar nicht aufgeregt sein, sondern ich kenne meine Reihenfolge von meinem Vortrag. Ich habe wie so Storytelling-Oasen mir ausgesucht und dann kann ich da einfach mich gut durchnavigieren. Also das ist möglicherweise auch was, was euch hilft. Das ist natürlich mehr eher für die, die so vom Temperament eher so ein bisschen gelb-grün angehaucht sind, also eher so ein bisschen frei geistiger unterwegs, aber die trotzdem so eine ungefähre Linie brauchen, da ist so ungefähr mein Leitfaden. Also die zwei Impulse wollte ich euch unbedingt noch dazugeben zum Thema Umgang mit Lampenfieber. Was hilft euch, sicher in eure Präsentationen und Vorträge zu gehen? Und deswegen fand ich es als Ergänzung ganz, ganz sinnvoll, dass ich das euch heute noch mit dazugebe. Also ich hoffe, es hilft. Vielleicht gebt ihr mir auch Feedback, wer mit dem einen oder mit dem anderen besser arbeiten kann. Schaut euch gerne auch nochmal meinen Videoblog 3a an, was ich da noch alles dazu gesagt habe. Und natürlich folgen jetzt im Laufe der Zeit auch noch weitere. Also seid gespannt. Und ich hoffe, es hilft euch für eure Präsentationen und Vorträge. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg für eure nächsten Auftritte. Alles Liebe und bis ganz bald. Eure Margit. Ciao.